Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Survival Lost Way. Wir haben es jetzt 11.20 Uhr, es ist schon relativ spät. Aber irgendwie kann ich es nicht erwarten. Ey, wir fahren mit dem Auto sowieso. Komm, weißt du was? Ich hau mir die Gesundheit voll. Ich schnabuliere hier das da und noch eine Tomate. Dann sind wir fresh am Start. Ich nehme mir noch was zum Trinken mit. Man kann ja nie wissen. Nehmen wir hier mal 5 Fläschchen mit. Falls wir wirklich gar nichts finden sollten, dann Medikit haben wir. Dann nehmen wir noch einmal Salat, 3 Stück und 3 Tomaten mit. Dann sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt, um wieder fresh zu sein. So, wie sieht's aus mit der Taschenlampe? Wie geht die an? Ah, mit F. Falls wir dann doch irgendwie in die Nacht reinkommen. Okay, passt. Also, nehmen wir die. Nachgeladen ist sie. Hier sind wir ja geschützt. Da können wir alles offen lassen, so wie es ist. Gespeichert habe ich noch nicht. Das mache ich eben schnell. Save Game. Saving. Voll vom Pfosten hier, egal. Und wir ziehen los. Inventar ist leer. Oh, Samen. So, Inventar ist leer. Auto ist voll. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob es voll ist. Wir fahren. Wenn wir hier lang fahren. Entschuldigung. Da ist der Abzweig, das ist da runter, dann geradeaus kommt das hier. Das heißt, wir fahren runter, dann kommen wir erstmal ans Warenhaus und dann... Huch, und so weiter. I. So, das Lenkrad hat wieder ganz tolle Formen angenommen. Die Geschwindigkeit zieht extrem hoch. Aber wirklich schneller fahren tun wir nicht. Das heißt, wir fahren hier lang. Wir könnten natürlich auch alles laufen, aber fahren geht halt echt schneller. Was halt nervt, ist dieser Ton, dass der immer von rechts da kommt. So, da ist das Warenhaus. Da sind da bestimmt Banditen. Da will ich ja sowieso nicht hin. Ja, ich sehe schon. Da läuft schon einer. Ja, da sind Banditen. So, dann kommt, glaube ich, als nächstes die Tankstelle, ne? Oder wie war das? Die denken sich bestimmt auch, toll, jetzt heizt da hier alle mit dem Auto rum. Aber so ist man natürlich relativ safe vor Zombies. So, was ist das da? Ist das die Tankstelle? Hier steht auch ganz schön viel Loot rum, das ist mir bewusst. Schade, dass man im Auto nicht auf die Karte gucken kann. Wir müssen geradeaus. Aber die ist doch hier. Was ist denn das hier für eine Straße, sag mal? Ist doch hier völlig falsch. Hier ist die Gasstation. Das ist da. Links. Ja, wir müssen links. Okay. Da flog gerade wieder meine Knarre. Draußen rum. Vorderscheibe. Ja, hier können wir dann auch mal looten gehen. Wobei, wir haben die Autos da. Da ist ja eh fast alles drin. Bis auf Fett. Aber ich glaube, das kriegen wir dann eher von Tieren. Boah, das nervt so, dass das Geräusch nur rechts auf dem rechten Ohr ist. Das Autogeräusch.
auch nochmal Autos. Also, das müssen die Entwickler auch noch ein bisschen fixen. Das Auto an sich. Erstens, dass es immer fährt und nicht manchmal einfach dann da mit kaputter Kupplung oder was auch immer stehen bleibt. Und zweitens, das Geräusch. Nur hier auf der rechten... Wow. Nur hier auf der rechten Seite ist, um Himmels Willen. Und dann wären vielleicht noch ein paar mehr Autos. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Verdammt nochmal. Nervige Zombies. So, das ist aber... Was ist das jetzt hier? Kann ich hier safe aussteigen? Der da rumgeblökt hat, der kommt nicht, ne? Was ja auch total übertrieben ist, diese viel zu lauten Zombies. Geht ja auch gar nicht. Wo sind wir jetzt? Abandoned Base. Airport Military Base. Die ist weiter unten. Wir gehen mal zum Airport. Da werden uns natürlich... Ach, guck mal, da haben wir schon wieder... Ist das ein Zombie? Ja, das ist ein Zombie. Der direkt hinter uns quasi vom Ton zu scheinen scheint. Zu sein scheint. So rum. Ich muss links bleiben, ne? Ja. Entschuldigung, dass ich hier gerade voll reingeräuspert habe. Ja, dass die Zombies da so krass laut rumschreien. Das ist halt schon echt übel. Denn man kann überhaupt nicht einschätzen, wo genau die sind. Ich meine, es ist gut, man hört sie extrem früh. Man, ja, wird nicht plötzlich aus dem Hinterhalt angegriffen. Aber man erschrickt halt zu Tode, wenn man denkt, das Vieh steht direkt hinter einem. Und es wäre schon gut zu wissen, wo genau die sind. Ob die wirklich hinter einem stehen oder ob die ein bisschen weiter weg sind. Das wäre gut zu wissen und das weiß man halt dann nur. Wow. Okay, also hier kommen wir leider nicht durch. So, sind hier Zombies. Ich loote mal eben. Gucken, was wir hier so finden. Ich Idiot. Mann, bin ich blöd. Okay, pass auf, ich darf die Knarre nicht nehmen. Ich muss ja mit der Maus drücken. Boah, jetzt bin ich aber echt übel erschrocken gerade. So gut, das ist alles Zeug, was wir bei uns eh kriegen. Ja, komm, scheiß drauf, Baseballschläger. Hör doch mal auf. So, wie alleine sind wir hier? So alleine könnten wir gar nicht sein, eigentlich. Ist schier gar unmöglich. Die Frage ist, sind hier... Errungenschaft freigeschaltet, Visit Airport. Sehr gut. Die Frage ist, sind hier Banditen oder sind hier Zombies oder sind hier Bandombies oder Zombieten? Also ich glaube, wenn hier Banditen sind, dann sind da keine Zombies. Aber bis jetzt sehe ich halt gar nichts. Weder das eine... noch das andere. Radiation. Deswegen sind da keine Banditen. Ich habe keine Radiation-Pilz dabei, ne? Wie viel darf ich haben, Radiation?
geh mal schnell. 8, 9, 10. Hier ist sonst nichts. 16. 18, 19. Muss die Radiation im Auge behalten. Ist keiner. Hier ist tatsächlich keiner. Eine Military Box. Komm schon. Waffen. Oh, Radiation Pills. Wer hätte es gedacht? Was ist plus 30 Health? Ich nehme mal eine und dann ist alles komplett weg. Sehr gut. Also, dann können wir uns wahrscheinlich radioaktiv erstmal ordentlich verseuchen lassen. Bevor wir die einschmeißen müssen. Aber da war ja nichts drin. Also, ich habe zumindest nichts gesehen. Mir ist da nichts aufgefallen. Da ist eine Werkbank, das ist schön und gut, aber gut, wir sind hier an einem Flughafen. Eigentlich ist es ja schon ein militärischer Flughafen, würde ich mal behaupten. Andererseits muss ja nicht jeder Flughafen gleich hier. Huch, naja. Muss ja nicht jeder Flughafen gleich Dingens haben. Militär, Zubehör, Equipment. Waffen, Munition. Oh, war ein Spind. So, erstmal zur Seite. Nein, dann probieren wir mal die Richtung. Ich muss die Maus ruhig halten. So, auch nicht. So, auch nicht. So, auch nicht. Gerade. Auch nicht. So rum. Dein Ernst? Wegen dem Gier, ne? Ja, die Gier, ne? Die Gier, die macht's wieder. Wegen deiner Gier. Schredder, was kann denn ein Schredder machen? Kann ich da Gears zerschreddern? Ich weiß nicht. Ich brauche da jetzt nicht hinstehen und da Sachen schreddern, während wir hier eventuell beobachtet werden. Oh, guck mal, hier gibt es auch eine Ressource. Oh ja, Pistole haben wir genug. Laser haben wir auch. Batterien nehme ich mit. Also, dann haben wir drüben in der Radiation Zone... haben wir dann definitiv auch noch eine Box. Hier gibt es sonst nichts mehr, ne? Hier gibt es noch ein Häufchen Elend. Beziehungsweise ein Häufchen Müll. Hier ist tatsächlich gar niemand. Eine Foodbox. Naja, egal. Brauchen wir nicht. Auch leeren Inventarplatz. Das brauche ich. Hier ist niemand. Ha, ganz alleine sind wir hier. Ah, ich hätte den... Scheiße, ich esse den. Ich sehe gerade, ich sollte erstmal auf mein Hungergefühl achten, bevor ich sage, nein, lass mal liegen. Brauchen wir nicht. So. Eat. 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 Drop. Brauchen wir nicht. Uns geht's wieder so blendend. Wir strahlen wie Atome. So, ab in die Radiation Zone. Da sind die Pillen. Und das ist auch gut so. Hier ist noch keine Strahlung. Und auch keine Box. Toll. Ich dachte, hier wäre eine. So, hier beginnt die Strahlung. Ich gehe trotzdem mal rein.
Aber hier gibt's gar nichts. Dann schauen wir mal drum herum. Da muss ja irgendwas sein, wenn hier Strahlung ist. Das ist ja quasi so eine Art Schutz. Dass hier nicht jeder hin zum Kunst hergeht. Also von den Entwicklern, sage ich mal so. Oh, hier ist auch noch sehr viel Strahlung. Okay, hier schon nicht mehr. Das Gras ist zu hoch. Ich hoffe, dass an der Performance-Schraube auch noch ein bisschen gedreht wird. So, bevor wir jetzt Dingens verlieren, nehmen wir mal Radiation-Pillen. Bevor wir Health verlieren. Also gut, das war die Airbase. Dann bleibt uns noch die tolle Military Base, die sich genau auf der anderen Seite befindet. Und wenn da kein anderer ist, dann fresse ich einen Besen. Einen virtuellen, versteht sich. Denn echte Besen sind sehr trocken und nicht ganz so schmackhaft. Und wir sehen ja jetzt auch dementsprechend aus wie Soldaten. Ah, wir haben schon 20 Uhr. Vielleicht fahre ich doch lieber zurück. Bei Nacht auf die Airbase ist vielleicht keine so eine, auf die Armybase ist vielleicht keine so eine tolle Idee. Ich weiß, ich habe hier noch Loot en masse. Deswegen nehme ich hier mal noch ein bisschen was mit, wenn wir gerade schon da sind. Denn wenn wir Quality Metal und sowas finden, dann können wir uns natürlich auch Waffen selber machen. Wir müssten ja auch die Barren, ja genau, siehst du nämlich? Wir müssten ja auch die Barren selber schmelzen können. Achso, ja, haben wir doch gemacht. Aber das war ja nur aus dem anderen Zeug. War ja nicht aus... War ja quasi aus Ohr. Haben wir Barren gemacht. Ach ja, komm. Batterien gehen immer. So. Ab nach Hause. Und dann gehen wir morgen. Gehen wir morgen zur Military Base. Der beschleunigt hier hoch wie ein Irrer. Aber im Endeffekt fährt er immer noch voll langsam. Also die Autos sind echt so laggy und so buggy. Aber allesamt. Gut, es ist ja auch immer das gleiche Modell. Und der hat sich gerade auch so übel geneigt. So unnormal stark. Und driftet hier gegen den Stein. Komm schon. Fahr schon. Oh, oh. Kann ich den überfahren? Lass ich lieber. Nachher hängt der mir im Auto und greift mich an. Das hier ist die Abandoned Base, müsste das sein. Hier rennt nochmal irgendwo einer rum. Ich hab dich gehört, Kollege. Jeder hat dich gehört. Im ganzen Land hat man dich gehört. So, jetzt fahren wir 10 Millionen km/h. Ich hoffe, die laufen dem Auto nicht hinterher. Denn dann haben wir sie tatsächlich irgendwann zu uns gelockt. Aber gut, die Base ist ja eigentlich geschützt. So, ich könnte jetzt das Licht anmachen. Aber dann geht die Karre, glaube ich, zugrunde. Deswegen lassen wir das mal lieber. Wow. Hier ist die Tankstelle.
Ich muss trotzdem hier weiter. Ja, und das Problem ist, egal welches Auto wir nehmen, die sind alle gleich scheiße. Die sind am Anfang, die erste Fahrt ist noch okay. Die ersten paar Meter vor und zurück gehen noch und dann ab da wird's kacke. Aber wahrscheinlich, wenn wir dann speichern und neu laden, könnte die Karre wieder besser funktionieren. Das könnte ich mal probieren. Oder wenn wir geschlafen haben, ich glaube, dann ist so ähnlich wie neu laden. So, hier ist das Warenhaus. Das ist in gehbarer Nähe quasi. Aber da haben wir ja gesehen, da haben wir Banditen, die keinerlei Waffen abwerfen. Was wirklich sehr schade ist. Ihr seht jetzt natürlich echt nicht viel, das tut mir leid. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt das Licht anmache, ist die Karre wahrscheinlich komplett Schrott. Beziehungsweise kann gar nichts mehr. So, ich probiere es trotzdem. Jetzt habe ich das Licht an und furchtbar. Und jetzt habe ich das Licht aus. Okay, hat eh nichts gebracht. Man hat es da unten ganz leicht gesehen. So, und jetzt ist offensichtlich die Kupplung gerade wieder kaputt. Alter, wie die Karre ruckelt. Ich meine, gut, ein Auto in einer Apokalypse. Da kann es durchaus sein, dass das mal ruckelt und kaputt ist. Aber das Ding ist wirklich sowas von kaputt. So, mein tägliches Brot. Gib mir heute. Ha. So. Also. Haben wir hier Samen, die habe ich rausgeschmissen. Dann sind wir jetzt hier gut und cool. Dann gehen wir schlafen. F. Weil dann, es ruckelt jetzt gerade so. Dann ruckelt es schon nicht mehr so. So, ja, jetzt ist wieder schönes Wetter hier. Gut, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Survival Lost Way. Bis dahin, dann macht's mir gut. Tschüss.